Fuck, was frisst Sterbenhund so? What? Was frisst Sterbenhund so? Schreibt nochmal neu, verstehe ich gerade nicht. Na, Tiger Lily, hey Mann, ich habe auf TikTok eine Frau gesehen, verkauft ihre Puppen. Das ist so ein Bullshit und jeder kauft das auch noch. Ja, das ist Verarschung einfach. Das ist einfach Verarschung, ne? Das ist einfach Verarschung. Das ist fetteste Abzocke, fetteste Verarschung. Da wird Scheiße verkauft an Menschen und eine Geschichte dahinter. Scheiße an Menschen verkauft mir eine Geschichte und die Leute glauben das und die vertrauen den Menschen. Und dann kriegst du dann für 60 Euro eine Kackpuppe von Amazon und dann sagt nur jemand, da ist ein Toter drin. Und dann alle kaufen. Bullshit. Leute, nehmt die 60 Euro, bevor ihr bei diesen Menschen kauft, lieber geht lecker essen mit Freunden oder holt irgendwie ein schönes Geschenk für die Liebsten für Weihnachten. Da hast du mehr von. Da hast du noch was Schönes zu essen oder ein schönes, glückliches Gesicht der Menschen, dem du was Gutes getan hast. Aber meidet bitte diese Scheiße. Meidet diese Scheiße. Es ist wirklich, ich glaube, gestern hatte noch irgendjemand geschrieben, dass einer Ouija-Sitzungen für 50 Euro vertickt. Ja, Tiger, sie benutzt die Wünschelrute und fälscht die Antworten. Das ist alles Fake, Tiger. Ich weiß, wen du meinst. Das ist totaler Bullshit. Es ist totaler Bullshit. Es ist totaler... Es geht einfach nur darum, den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ich weiß nicht, ob sie selber an den Schwachsinn glaubt. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne ja auch nie Namen. Aber das, was da gemacht wird, ist absolut tiefste Verarschung an Menschen. Und denen wird einfach nur ihre Kohle aus der Tasche gezogen. Und es hat keinen Nährwert. Ja. Und die Dinger, die da verkauft werden, die kriegst du für 20 Euro bei Amazon und die werden dann für 60, 70 vertickt, ja? Aufpassen, Leute. Gebt euer Geld bitte lieber für andere ordentliche Sachen aus und nicht für so eine Scheiße da. Ja. Guck mal, wenn wir hier mal was machen, ja? Wenn wir hier sowas mal machen, wenn ich dann mal so eine Sache abgebe, dann gebe ich die zum Selbstkostenpreis ab. Das, was ich dann bei eBay irgendwie eBay.com oder so selber erschossen habe, ja. Und dann kann jeder gucken, was wir damit gemacht haben. Da kann jeder das mitverfolgen, die Untersuchung. Das sind ganz andere Nummern. Das sind ganz andere Nummern, ja. Aber das ist totale Verarschung an Menschen. Ne? Totale Verarschung, ne. Ja, sehr schön, dass viele wissen, von wem ich rede. Ja, leider. Leider traurig, aber wahr. Ne? Was ich von den Geisterakten halte, Parapilz, ein ganz nettes Team. Ein sehr, sehr nettes Team, ja? Ein sehr, sehr nettes Team. Und die gehen auch wirklich sehr sachlich daran, ne? Es sind sehr, sehr wenige heutzutage, die da sachlich rangehen, aber die finde ich sehr gut, ja? Ja, genau, Sebi sagt, mit solchen Puppen respektlos sowas ins Lächerliche zu ziehen, ja? Ja, Lustlord ist genauso auch von Hand, ne? Genau. Teufel Anja, ich soll gereinigt werden, da ich schlechte Energie habe. Wie? Warte mal, du sollst gereinigt werden, da du schlechte Energie hast? Geh einfach duschen, ist vielleicht auch gut. Da musst du kein Geld dafür zahlen und dir nicht so einen Schabernack anhören. Ne? Bemalorian, guten Abend, ich grüße dich. Die Geister von Shepherdstown habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Also wenn dir jemand sagt, Teufel Anja, dass du gereinigt werden sollst, wenn du schlechte Energien hast, trink einen Pfefferminztee und mach dir eine schöne Badewanne und leg dich rein mit einem schönen Buch. Dann bist du auch gereinigt, weißt du. Ja. Es ist verdammt schnelles Geld gemacht mit so einer Scheiße. Es ist verdammt viel schnelles Geld gemacht mit der Kacke, sage ich einfach mal so raus, ja. Ja, ja, oder in die Natur gehen, hast du mehr von, ja. Guck mal, wir haben letztens hier einen Kurs gegeben, ja, Blockaden lösen. Ja? Und das Wichtigste ist doch letzten Endes, das Wichtigste, was ich euch mitgebe, ja. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, boah, du hast ganz schlechte Energien, ich reinige die an 3 Tagen. Na. Kannst du auch selber. So, okay, warte mal, Jace hat mir irgendwas geschrieben. Jace, ich guck mal. Was hast denn da geschrieben, Jace? Mal kurz mal meinen Modi gucken hier. Würde dich jetzt freuen, wenn du aufgehst. Warte mal, ich habe hier 80 Milliarden Fenster. Was hast du geschrieben? Jace, ich habe keine Nachricht von dir. Die letzte Nachricht. Jace, ich muss dich sogar suchen.
Warte mal, ich gehe mal auf dich drauf. Stimmen. Nö, das letzte war, wo ich geschrieben habe, okay, danke. Also in der Gruppe sehe ich auch nichts. Dir wurde gesagt, dass du eine schwache Aura hast, weil du rauchst. Okay. Rauchen ist auch nicht gesund. Definitiv nicht. In der Gruppe, okay, dann gucke ich nochmal ganz schnell, dann fangen wir an, ne? Dann gucke ich nochmal ganz schnell in der Gruppe, dann bist du irgendwo ganz hoch gerutscht. Ich gucke da nicht immer auf 3 NJs. Ich sehe nur geil. Ich lese hier nur geil. 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 Das letzte sehe ich, ob Insta down ist. Finde ich nichts, Jace. Finde ich jetzt hier nichts. Nö. Gruppe ist nichts. Nö. Sehe nichts. Letzte, was du geschrieben hast, in Ruhe. Geil. Okay, da fehlt vielleicht ein Fragezeichen. Okay. So, ich mache mich mal geil an. Ich mache mich mal an. Aber einschalten. Ja, geil, 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 ne? So, mal eben einschalten. Black Lady wird gesagt, dass du eine extrem positive Aura hast und sie ist rot. Ach, Leute. Wenn ich an alle Menschen, warte, ich mach mal, ich schalte mal um. Wenn ich immer alles das glauben würde, was Menschen mir mitteilen, dann wäre ich schon 20 Mal gestorben. Ich müsste schon auf Straße leben, ich hätte schon eine Dauerwelle. Ich wäre schon weltberühmt. Ich wäre 8-mal verheiratet, hätte schon 15 Kinder. Und wenn ich das alles glauben würde, Leute, was Menschen mir immer so sagen, ne, ist nicht abgeschickt, Jace, ist nicht drin, ne? Mit Dauerwelle und so. Ja, unfassbar. So, ich mache mal Heizung an. Mit geil hier. So, Echos. Genau, Drang. Vielleicht, man darf nicht immer alles glauben. Und das ist der Punkt. Denn wenn man nämlich immer alles glaubt, geht es nämlich den Bach runter. Weil die Leute wollen ja im Grunde, ich sag mal so, manche sind rhetorisch sehr fit. Manche sind rhetorisch sehr fit. Ja. Und Rhetorik, wenn einer die Rhetorik gut beherrscht und man dann sagt so, Paranudel. Also du musst aufpassen, Paranudel, du musst wirklich aufpassen, weil da ist eine echt dunkle Energie bei dir. Das wird nicht besser. Paranudel, pass mal auf, wann hast du nächste Woche Zeit? Und dann sagt Paranudel, ja, ich habe nächste Woche ein bisschen Luft noch, ich habe noch ein bisschen Luft. Und dann sag ich, pass mal auf, dann kommst du dann einfach Dienstag vorbei. Und dann sagt Paranudel, okay. Und dann gehe ich dann letzten Endes hin und ja, dann kommt sie vorbei. Dann kommt sie vorbei. So, okay, ich mache mal hier ein kleines bisschen lauter für euch. So, okay, jetzt haben wir ungefähr alte Lautstärke von vorher. Ja, so sieht es da draußen aus, ne? Menschen, die nicht in sich selbst vertrauen, glauben dann. Ja, nicht nur die. Wenn jemand rhetorisch richtig gut drauf ist, dann vertraust du jedem. Dann vertraust du jedem. Es wird bei vielen mit dem Schmerz gearbeitet, weißt du? Wenn es dann heißt, Paranudel, möchtest du immer noch leiden? Paranudel, möchtest du nicht endlich mal glücklich sein? Paranudel, ich kann dir helfen, dass du glücklich wieder wirst. Das wird in der nächsten Zeit sicherlich passieren können. Aber willst du denn freiwillig leiden? Paranudel, schau mal. Dann holst du einfach mal 2 Monate. Dann sagst du, ich trinke keine Cola, keinen Kaffee, du trinkst einfach nur gutes Wasser. Damit kannst du das schon wieder einsparen, den Kurs, Karanudel. Und wenn du einkaufen gehst, dann nimmst du einfach mal die schlechten Lebensmittel weg und tu was für deine Zukunft. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Hallo Alex, ich grüße dich. Joker doch immer mal wieder. Mit den Karten immer mal wieder, ja. Das ist scheiße. Es wird einfach nur mit dem Schmerz der Menschen gearbeitet. Es wird mit dem Schmerz der Menschen gearbeitet. Ne? So, Heizung an. Und dann würde ich sagen, lasset es uns tun. Lasset es uns treiben. Ja. So, wir haben ja noch die guten Geräte vom Onkel Alex. Ne? Marc, du kennst es ja, 80% von Bausteinen treffen ja irgendwann fast auf alle Menschen zu. Ja, und es heißt aber auch draußen bei vielen Menschen, jeden Tag
wird irgendwo auf der Welt ein Mensch aufkrauchen und aufwachen, der deinen Scheiß kaufen wird. Und das ist da draußen leider gang und gäbe, ja. Jeden Tag wacht irgendwo ein Mensch auf, der deinen Scheiß kaufen wird. Egal wie teuer es auch immer sein wird, du musst nur diesen Menschen finden. Wenn du dieses Mikrofon für 400 Euro verkaufen möchtest, was 12,95 Euro kostet, wird irgendwo ein Mensch da sein, der dir das abkauft. Du musst nur wissen, wo ist dieser Mensch. Und das ist die Scheiße da draußen. So. Und das ist die Scheiße da draußen. Oh! Ach, da kann man was verhalten, ja. So, irgendwie alles hier wieder versemmelt. So. So, wir werden uns heute, es sind einige, die gefragt haben, wie man negative Echos ruft. Es sind einige, die haben mir geschrieben, Marc, schau mal auf mit negativen Echos, habe ich auch schon probiert, aber ich kriege nicht diese negativen Echos, wie du sie bekommst. Was mache ich falsch? Ich erkläre euch das heute, wie man negative Echos ruft und ob es da irgendwas zu beachten gibt. Und einer hat mich gefragt, kannst du da mal einen Kurs machen? Nee, mache ich nicht. Da gibt es keinen Kurs für, weil es Schwachsinn. Erkläre ich dir in 10 Minuten. Alles andere ist Geld und Menschen verarschen. Und deswegen werde ich euch das so erklären, für die, die negative Echos selber mal machen möchten. Könnt ihr gerne. Und wenn jemand irgendwie deinen Kurs gibt, haut ihm bitte fett auf die Fresse. Das ist einfach nur Verarschung. Ja, so, werde ich euch gleich erklären. Und dann befummelt dich der Geistheiler. Oh ja, für 50 Euro, genau. Oh ja, hast du ja schon von erzählt, ne? Ganz, ganz schrecklich. Hast du ja schon von erzählt. Katastrophe. So, dann machen wir den Hund an. Wehe, der bellt jetzt. Hallo der Gusch, du. Hallo der Gusch. Hall doch der Gusch. Nein. Du hast doch falsches Frohlich gefressen, sag mal. Du hast doch falsches Frohlich gefressen, mein Freund. Da ist doch bei dir auch nicht normal, sag mal. Du bellst, ich guck dich an und da bellst du sofort. Ja, guck mal, ich mach doch jetzt überhaupt nicht. Ich bin doch voll weit weg. Und jetzt kommt der mir so da. Das ist ja auch nicht normal. Du hast doch falsches Frohlich gegessen, sag mal. Falschen Kauknochen gehabt heute Morgen. So. Da ruhig jetzt. So. So, hier kommt. 80 Milliarden Mal eingeschaltet und beim Milliardsten Mal suchst du den Einschalter. So, okay, ich erkläre euch negative Echos. Für die, die es wissen wollen. Wir machen eine Lichtstufe tiefer und Hund, du bist ruhig. Du bist ruhig. Ja, halte den Mund. Bist du ruhig? Bist du ruhig? Das ist doch nicht normal mit dir, sag mal. Du hast doch wirklich Knochen im Mund. So. Ruhig. Sonst gibt es heute keinen Knochen. So, ich mache mal meine Jacke zu. Okay. So. Okay, also, pass mal auf. Also es gibt, wie gesagt, viele, die haben mich angeschrieben. Marc, was sind denn negative Echos? Werde ich euch erklären. Wir legen uns erstmal die Karte für 22 Uhr und gucken mal, was wir für 22 Uhr für eine Karte bekommen. Das ist die 22 Uhr. Und ziehen uns jetzt erstmal die Karten für die Echos heute. Ja, ich weiß nie, was wir für Echos drin haben, was wir für Echos bekommen. Weiß ich nicht. Ne? Wir haben erstmal die erste Karte, wie es jetzt für das Echo ist. Die zweite und die Endkarte. So, die legen wir einfach mal hier hin und schauen uns die dann gleich an nach der Session. Wir fahren ja noch den Ghostmeter hoch. Startet. So, negative Echos bedeutet, ja, wenn jemand stirbt, sind alle Informationen noch gespeichert.
Wenn du zum Beispiel unterwegs bist an Lost Places, können die Verstorbenen da noch ihre Geschichte dir erzählen, wenn sie dir ihre Geschichte erzählen wollen, wenn sie endlich was loswerden möchten. Das heißt, du kannst zum Beispiel in einem Schloss unterwegs sein und da kannst du zum Beispiel, wenn da jemand noch ist, wenn jemand Verstorbenes da noch immer noch anwesend ist, in Klammern, ja, kann er dir, wenn er mit dir kommunizieren möchte, letzten Endes seine Geschichte erzählen. Ja, und bei uns Menschen sind ja alle Erinnerungen neuronale Verknüpfungen im Gehirn. Das heißt, dass du alles, was du erlebt hast, speicherst. Nach Wichtigkeit. Es gibt Dinge, die wirst du dein ganzes Leben lang dir nicht merken können, wie viele Seiten ein Telefonbuch hat, weil es für dich nicht von Nutzen ist. Aber du würdest genau wissen, wann hat dein Vater Geburtstag, weil du das mit einem Ereignis verknüpfen kannst. Ja, also du hast dann immer ein Bild, man trifft sich dann da und dann kann man sich das verknüpfen. Aber auch negative Sachen kannst du dir merken, aber auch positive. Und wenn jemand verstirbt, sind aber auch noch diese ganzen Informationen immer noch da. Und das sind die Echos. Wenn wir in erster Linie einen Jenseitskontakt aufbauen zu den Verstorbenen, ist es dann so, dass wir dann vielleicht einfach ein Hallo bekommen, einen guten Tag, und dann können wir gucken, möchte die Person uns was mitteilen, aber wir können auch gezielt hingehen und gezielt fragen, ob die Person, ja, die verstorbene Person uns vielleicht auch die Freigabe gibt, dass wir diese Sachen auslesen dürfen, die negativen Erlebnisse. Wenn zum Beispiel jemand einen umgebracht hat, so, ne, dann würden wir das letzten Endes dann auch bekommen. Wenn jemand einen Autounfall hatte, können wir das dann noch bekommen und wir können dann mit fragen. Man soll ja nicht letzten Endes hingehen und sofort, hallo, schön, dass du da bist, woran bist du eigentlich gestorben, sag mal. Und dann sagt dann der Verstorbene, auch wenn wir verarschen oder was, ich sage hallo und du kommst gleich mit dem Thema. Es heißt ja eigentlich immer, wir sollen nicht fragen, wonach die Verstorbenen sind, woran die gestorben sind. Aber letzten Endes kannst du hingehen und kannst fragen, ich danke dir, würdest du mir denn erzählen wollen, was passiert ist? Und dann können die Verstorbenen selber entscheiden. Die können selber entscheiden, was passiert ist. Wenn sie dir das nicht sagen wollen, wollen sie es dir nicht sagen. Das ist wie im wahren Leben. Wenn es dir niemand sagen möchte, wird es dir niemand sagen, was in der Kindheit passiert ist. Das ist bei Jenseitskontakten identisch. Es ist dasselbe. Ja. Und negative Echos, da rufe ich einfach ins Jenseits hinaus und frage, ob mir Verstorbene ihre negativen Echos geben möchten. Also die Momente ihres Lebens, die nicht schön gewesen sind. Da kannst du das erfahren. Es kann aber dann auch Geschichten sein, dass Menschen vielleicht am Sterbebett lagen, dass Menschen Autounfälle hatten, dass jemand vielleicht sein Kind erwürgt hat, weil er gerne Playstation spielen wollte. Solche Sachen können dann bei den negativen Echos halt auch kommen. Ja. Aber die Kontaktaufnahme zu den Verstorbenen, zu negativen Echos, ist letzten Endes direkt. Ja. Ich frage dann, wer möchte mir denn diese Erlebnisse mitteilen? Möchtest du darüber reden? Und dann dürfen wir das. Die Verstorbenen lassen es dann auch zu, dass du diese negativen Echos dann auch bekommst. Und du kannst dann in dem 1-1 Kontakt reingehen. Der Unterschied, wenn ich negative Echos halt rufe, ja, das ist letzten Endes, ich frage dann, sind Verstorbene da? Möchte jemand mir seine negativen Echos mitteilen, seine negativen Erlebnisse? Dann versuche ich sehr neutral zu sein. Also ich versuche dann wirklich so mit meinem Kopf in die Leere zu gehen. Also ich fokussiere mich dann meistens auf irgendeinen Punkt und stelle diese Frage. Und wenn ich den Kontakt habe, dann gehe ich eigentlich relativ schnell direkt rein und ich spüre und ich versuche dann auch durch das Spüren rauszubekommen, ob die verstorbene Person unruhig ist. Das kannst du merken, wenn eine Unruhe ist oder wütend ist oder wenn eine Neutralität ist. Und darauf passe ich das so ein bisschen an, wenn ich merke, die verstorbene Person ist ja neutral und dann frage ich weiter. Wenn ich merke, dass es sehr zurückhaltend ist, dann fahre ich auch wieder runter. Das ist so, als wenn du einen Missbrauch hattest und sagst mal, erzähl doch mal, was war denn da genau? Mach mal Stichpunkte, sag mal Klartext hier. Das ist hier dasselbe, ja. Wir gehen einfach mal rein. Also ich sammle mich dann erstmal so ein bisschen, gerade weil es immer sehr heikle Themen sind.
Ich rufe heute hier an diesem Abend hinaus in die geistige Welt zu unseren Verstorbenen. Wenn Verstorbene hier sind, heiße ich dich herzlich willkommen. Ich möchte mit den Verstorbenen heute kommunizieren, die es mir erlauben, ihre negativen Echos erfahren oder auch auslesen zu dürfen. Ich möchte mit den Verstorbenen Kontakt aufbauen, die mir ihre Momente, die nicht so schön waren auf der Erde, übergeben möchten, dass ich diese erfahren darf. Deine Geschichte. Sind Verstorbene hier anwesend, die mir hier heute an diesem Abend diese negativen Geschichten offenlegen möchten, dann gib mir bitte jetzt und hier in diesem Raum, wo ich mich aufhalte, bitte ein Zeichen. Ist jemand da und möchte mit mir hier über dieses Thema sprechen? Dann schaue ich jetzt immer, wie fühlt sich der Raum an? Raum ist auch sehr normal. Ich rufe hinaus in die geistige Welt zu unseren Verstorbenen. Ist jemand Verstorbenes da, der mit mir sprechen möchte über deine negativen Erfahrungen, deine negativen Momente, wo du hier auf der Welt gelebt hast bei uns? Dann gib mir bitte einfach ein Zeichen. Ihr könnt diese Pyramide nutzen, grün und rot. Ihr könnt das Gerät vorne piepsen lassen. Ihr könnt den Hund lustig bellen lassen, den Bären leuchten lassen. Ihr könnt das Messgerät an meiner Linken ausstrahlen lassen. Hinter mir das Radio, was ganz schrill piepst. Oder mir ein Zeichen geben, was ich sonst hören oder sehen kann. Ist jemand Verstorbenes hier und möchte mir diese Information geben, dann gib mir bitte auch nicht nur über das Ouija-Board, sondern auch ein akustisches oder visuelles Zeichen. Ouija-Board sagt ja. Ich möchte auch, dass du deinen Kontakt hier bitte visuell, also sichtbar für mich bestätigst. Du kannst irgendwas laut machen. Oder etwas, was ich sehen kann. Eine Farbe. Probier es bitte. Du hast ja schon hier mit dem Ouija-Board mit mir den Kontakt aufgenommen. Gut. Gut ist schön, da freue ich mich. Aber ich bitte dich trotzdem, mir ein Zeichen zu geben, visuell, akustisch. Das mache ich extra, um letzten Endes für mich zu reflektieren, dass nicht mein Unterbewusstsein gerade in die Sitzung geht. Ich kann das immer jedem nur empfehlen. Gerade ist das wichtig, immer wenn ihr guckt, dass ihr eine visuelle Bestätigung bekommt. Versucht bitte mit mir in den Kontakt zu gehen. Ich stelle den Fettgenerator mal höher von Otto König. Du hast gerade mit mir schon über das Ouija-Board gesprochen. Du hast ja gesagt und gut. Mir fehlt jetzt noch deine visuelle oder akustische Bestätigung, dass du bei mir bist. Du kannst auch zu mir an diesen Tisch kommen. Gib mir bitte ein Zeichen hier. L, E, C, H, Licht. Dann zeig es mir mit Licht bitte, dass du da bist. Versuch die Möglichkeiten zu nutzen hier im Raum. Meine Heizung ist auf Lava gestellt. Ich habe das Gefühl, ich sitze in der Sauna. Versuch mir ein Zeichen zu geben, bitte. L, E, C, H. Licht. Dann mach Licht an. Zeig mir das, was du meinst hier. S, C, H. Schwer. Ist das schwer für dich? Ja. Sehr.
Warten. Wir warten gerne, trotzdem, ja. Würdest du mir denn sagen, was passiert ist? Bist du männlich oder weiblich? Ich habe noch kein Gefühl von dir. Bist du männlich oder weiblich? Männlich ist ja und weiblich wäre nein. Du könntest zu männlich ja gehen oder weiblich nein. Bist du männlich oder weiblich? Nein, also bestätige ich weiblich, dass du weiblich bist. Okay. Und du würdest mir erzählen, was passiert ist. Alles, okay. Wo möchtest du anfangen? Hund. Was ist mit deinem Hund? Lebt nicht mehr. Dein Hund lebt nicht mehr. Nein, warum? Geh. Muss dein Hund getötet? Das ist ein Dackel gewesen, ne? Dackel. Okay, warum hast du ihn getötet? War krank, weil er krank war. Ja. Warum hast du ihn denn getötet? Kein Geld. Ich gehe von aus, du hast kein Geld für einen Tierarzt gehabt. Arm. Okay. Hattest du keine andere Wahl finden können? Nein. Er hat. Er hat gelitten, okay. Was hast du denn getan? Schädel mit Nudelholz. Du hast ein Nudelholz auf seinen Schädel geschlagen. Ja. Mehrmals. Puh. Puh. Bist du das? Ja. Bist du bei mir? Im Raum. Du bist bei mir im Raum. Hallo, ich grüße dich. Du bist jetzt bei mir im Raum. Was hast du mit dem Hund getan, nachdem du ihn in den Schädel eingeschlagen hast mit dem Nudelholz? Müllsack, du hast ihn in einen Müllsack geworfen. Ja, und dann? Tonne, du hast ihn in die Mülltonne geschmissen. Ja. Und dann hast du ihn in der Mülltonne gelassen. Lange. Bis Abholung. Mein Gott. Hätte der Hund denn eine Chance gehabt? Hätte der Hund denn eine Chance gehabt? Keine Ahnung.
Was hatte der Hund denn? Ein Auge war trüb. Du bist da, ich grüße dich. Können wir uns jetzt darauf einigen, dass grün ja ist und rot nein? Hatte dein Hund noch andere Krankheiten? Nein. Nur Auge. Ich versuche zu wiederholen, du hast deinen Hund mit einem Nudelholz getötet, mehrmals, weil ein Auge trüb war. Ja. Es tut mir leid. Ja. Hast du Kinder? Zwei. Liebten sie den Hund? Sehr. Was hast du denn gesagt? Weg. Du hast gesagt, er ist weggelaufen. Ja. Und sie wussten nicht, dass er in der Mülltonne war. Nein. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Dann danke ich für den Kontakt. Mein Gott. Heizung aus. Wow. Okay. Muss ich auch mal eben so verarbeiten kurz. Ich mache mal eben kurz Heizung runter, sonst habe ich hier gleich einen Hitzeschauer. Okay. Tut mir bitte einen Gefallen. Okay, das bin ich jetzt. Tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr Haustiere habt, dass ihr bitte hingeht und die nicht tötet, weil die letzten Endes vielleicht einfach nur ein trübes Auge haben. Das wäre eigentlich identisch, ich sehe es immer identisch, dass du deinen Partner tötest, weil er Schnupfen hat. Einfach mal den Partner töten, weil er Schnupfen hat oder Kopfschmerzen, ja. Also ein Tier sollte man nicht töten. Letzten Endes, wenn ein Auge trüb ist, kann das Tier nichts für und vor allen Dingen dann auch nicht den Kindern den Blödsinn erzählen. Und dafür gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Tierheim, sich ans Tierheim zu wenden und so. Und dann einfach mal sagen, kann jemand mal schauen, ja. Tierheim oder Tier, es gibt auch welche, die ehrenamtlich arbeiten. Ja, aber erschlagen ist schon ein hartes Ding, ne. Schon ein hartes Ding, ey. Hat kein Tier verdient, Gottes Willen, ja. Ja, genau, Tiere sind für viele Familien Familienmitglieder letzten Endes. Und wir müssen jetzt auch nur nicht bitte die Thematik anfangen, Fleisch und Nicht-Fleisch essen. Das Thema fangen wir jetzt bitte nicht an, ganz wichtig. Das ist ein Riesenthema, was meistens auch immer irgendwie in Diskussionen ausartet letzten Endes. Und das nur bitte jetzt nicht anfangen, ja, ganz wichtig. Es ist eine Entscheidung, die jeder für sich fällen muss, finde ich. Ja. Also mir würde jetzt zum Beispiel keiner einreden können, Marc, das kannst du nicht mehr machen. Und das ist meine Entscheidung. Genau, Lebewesen, die auch Gefühle haben. Ja. Also Teddy Bimmer wird auch Partnerin töten, wenn sie Schnupfen hat, mit dem Nudelscholz erschlagen. Ist uncool. Ich glaube, das wird deine Holde dir nicht verzeihen. Ja. Ja, so ein Tierchen kommt auch mit trüben Auge klar. Ja, ja. Ja, das ist immer, ne. Okay, trinken Schluck, dann gehen wir nochmal rein, gucken mal, was wir noch an Echos haben und schauen wir mal. Ja. Gucken wir mal, was wir noch haben.
Also Echos sind manchmal ein bisschen hart, ja. Echos finde ich manchmal ein bisschen hart. So. Hör mal, was wir noch haben. Also Echos können manchmal schon so ein bisschen harte Nummer sein. Ich rufe heute hier an diesem Abend hinaus in die geistige Welt zu unseren verstorbenen Freunden. Wenn jemand Verstorbenes da ist und mit mir in Kontakt gehen möchte, heiße ich dich herzlich willkommen. Ich rufe die Verstorbenen, die heute mit mir in den Kontakt treten, die mir hier heute an diesem Abend ihre negativen Echos, ihre negativen Erlebnisse und Taten, während sie auf unserer Welt noch gelebt haben, offenbaren und mitteilen möchten. Wenn jemand da ist, der mir dieses übertragen möchte, diese negativen Erlebnisse berichten möchte, heiße ich dich herzlich willkommen. Du kannst dich hier bei mir bemerkbar machen über diese Möglichkeiten, die ich dir hier biete. Die Pyramide kannst du grün-rot laufen lassen. Hier vorne ist ein Gerät, was du benutzen kannst. Du hast einen Teddybär, der leuchten kann, wenn du es möchtest, in verschiedenen Farben. Der Hund, der bellt, ein Gerät, was piepst. Ich rufe die Verstorbenen. Ist jemand da, der mit mir heute hier die negativen Erlebnisse zu Lebzeiten besprechen oder mir übergeben möchte? Dann gib mir bitte jetzt und hier ein klares Zeichen deiner Anwesenheit. Gott, ich habe ein ganz mieses Thema gerade im Kopf. Kannst du mir bitte deinen Namen nennen? Ich habe eine ganz feine Energie, eine ganz feine Seele. Das ist ein Kind, aber ein Infamädchen. Ich begrüße dich, hallo. Magst du mir ein Zeichen geben, Kleine? Ganz süße habe ich hier mit kleinen Zöpfchen. Hi. Ha, hi. Hallo, hi. Eine ganz süße Maus hat so die Zöpfchen an der Seite so ein bisschen hell bis ins Mittelblond übergehende mit so kleinen Haarbändern. Hallo, ich danke dir. Können wir uns darauf einigen, dass grün ja ist und rot nein? Das wäre ganz lieb von dir. Kannst du mir deinen Namen bitte geben? Kannst du mir bitte deinen Namen nennen? Ganz süße, schüchterne Maus. Ich grüße dich. Hallo. Kannst du mir deinen Namen nennen, bitte? Die Bewegungen bin ich übrigens, wenn ich so zurückgehe. Kannst du mir deinen Namen bitte nennen? Gib mir mal deinen Namen. Wie heißt du? Mich kannst du Mark oder Markus nennen, wie du möchtest. Wie heißt du denn? Sag mal. Du schaust, alles gut. Wie heißt du denn? Bea. Hallo, Bea. Bea, kannst du noch mal hier dich bemerkbar machen im Raum? Komm mal zu mir, Bea. Du bist noch jung. Du bist vielleicht gerade mal 7, Bea. Du bist vielleicht gerade mal 7 Jahre alt. Kommst du mal zu mir, bitte? Ja, komm mal zu mir, Bea. Schau mal, ich habe hier ganz viele Sachen auf dem Tisch.
Guck mal, das Gerät hier vorne, Bea, kannst du piepsen lassen? Das piepst ganz doll. Je mehr du dich anstrengst, umso mehr piepst das. Und hier vorne hast du ja gerade schon gesehen, das kann rot und grün leuchten. Grün machen wir einfach für ja. Immer wenn du was bejahen möchtest, so sagst du, ja, das ist richtig, machst du grün. Und wenn du mit was nicht zufrieden bist, machst du rot. Und den Hund hier, den kannst du auch benutzen, schau mal. Der bellt total lustig und geht mir immer auf den Keks, Bär. Und der Teddy geht mir auch auf den Keks. Weißt du warum? Weil der leuchtet nie. Bär, kannst du mir mal ein Zeichen geben? Du kannst auch klopfen, wenn du möchtest. Irgendwas Lautes, geht das? Nimm das einfach mal als Spielzimmer hier. Womit würdest du spielen? Bär. Jetzt kriege ich unheimlich Krämpfe im Magen gerade. Warum? Sind auch nicht meine. Bea, ich habe gerade ganz viel Magenprobleme. Das sind aber nicht meine, das sind deine Spatz. Bea, was ist denn? Versuch mal bitte, Bea. Was ist, magst du mir erzählen, was passiert ist? Papa. Hat der Papa was gemacht? Ja. Was hat er denn gemacht? Haben Emma Arzt gespielt. Der Papa hat immer Arzt mit dir gespielt. Hat er dich untersucht, Emma? Überall. Okay. Es tat sehr weh. Oh. Engelchen, brauchst du Hilfe? Jetzt noch? Nein, alles gut. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Licht und liebe Maus. Puh, okay, da wollte ich auch gar nicht weiter. Ich glaube, ihr versteht, ne? Ich glaube, ihr versteht schon, dass ich da auch gar nicht weiter rein wollte. Das sind so Dinge, die möchte ich gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? Oh. Oh. Nee, weiter möchte man auch gar nicht rein, ne? Ja. Oh. Nee, ich glaube, jeder weiß, was passiert ist, ja.
Jeder weiß, was passiert ist. Ne? Jeder weiß ja, was passiert ist. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht letzten Endes weiter reingehen. Und ich denke, jeder versteht, was passiert ist. Ne? Ich denke, jeder versteht das gerade, was da los ist. Da müssen wir wirklich nicht tiefer rein. Ich denke, jeder weiß, was passiert ist. Ne? Reicht. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du auch nicht wissen. Ne? Ja. Mehr muss man auch gar nicht. Ne? Ja, aber ich weiß da, was ich verstehe sowas einfach nicht, weißt du? Ich verstehe sowas einfach nicht. Ne? Unfassbar. Unfassbar, unfassbar. Unfassbar, 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 unfassbar. Unfassbar, unfassbar. Auch Menschen sind auch unfassbar. Oh. Unfassbar. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, der Bus ist raus. Manche Menschen sind Monster. Manche haben auch keine Ahnung. Ja. Unfassbar. Ah, ja, Bus ist weitergefahren. Ja. Ah. Wisst ihr, ich glaube, wir wissen ja mittlerweile alle, dass es immer diese Selbsternannten gibt, diese Selbsternannten, ich weiß wirklich verdammt alles, ich bin der oder die beste Person und mir kann keiner so schnell was vormachen, Menschen, und meiner Wahrheit ist die einzig wahre Wahrheit, und das ist ja letzten Endes das Schlimme. Ja, wenn das eigene Ego ganz oben steht und man letzten Endes ja seine Interpretation, seine Darstellung anderen versucht aufzubrummen, das finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Das ist für mich meistens immer eher ein Ego-Thema. Ein Ego-Thema, dass man probiert, seine eigenen Erfahrungen plus minus anderen versucht aufzubringen. Ja, das ist ganz schrecklich. Das ist ganz, ganz schrecklich. Finde ich ganz nervig, um sich selber einfach damit in den Mittelpunkt zu stellen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, die man sonst vielleicht nicht haben würde oder leider noch nie bekommen hat. Ja, ganz schlecht. Dich hat auch privat eingeschrieben. Ja, das ist ein Ego-Thema, ja. Ja, der Bus-Simulator, der fährt halt immer weiter. Sowas ist einfach nervig. Ja, das ist so ein Machtgehabe. Ne? Ich erzähle euch, wie es wirklich ist, weil ich bin das einzig wahre Nonplusultra und meine Aussagen sind die treffendsten. Ganz schrecklich sowas. Ganz schrecklich sowas, ja. Und was manche halt einfach leider nicht verstehen da draußen, dass wenn wir 500 Menschen nehmen, ja, sehr unangenehm, wenn wir 500 Menschen nehmen, die ein Buch über eine kleine Schnecke und einen Teddybär verfassen sollen, 20 Seiten, haben wir 500 verschiedene Geschichten. Aber alles kommt ans Ziel und das verstehen viele halt einfach nicht. Ja? Es gibt viele Wege, die ans Ziel führen und viele verschiedene Methodiken und Ansätze. Wir haben ja hier auch kein Problem, wenn jemand sagt, du, ich arbeite mit einer ganz anderen Methode. Super, dann hat die Person das auch 100% verstanden. Ja, dann hat die Person das auch anders verstanden. Aber sein eigenes Grundwissen, ja, anderen aufzuzwingen. Ja. Also guck mal, Beispiel, genau, respektieren, nicht kritisieren. Guck mal, Lena arbeitet ja auch ähnlich, aber doch anders. Ne? Wenn Lena hier ist, sie arbeitet ja ähnlich, aber doch anders. Und wir lernen voneinander. Wir lernen voneinander. Sie lernt von mir, ich lerne von ihr. Und das ist das Wichtigste. Sie hat andere Ansatzpunkte, aber wir treffen uns wieder. Und das ist das Wichtige an der Sache, ja, letzten Endes. Du lernst vom anderen. Aber ich würde niemals im Traum Lena oder Nina meine Erfahrungen und Wahrheiten aufbrummen, wie ich sie erlebt habe, und umgekehrt auch nicht. Ne? Jeder hat so seine Erfahrungen und Wege, wie er damit arbeitet. Ne? Und Spatzi, Dankeschön für die 200 Bits, danke Spatzi. Ja, dein Steve ist Dankeschön.
ja, die werden halt nie aussterben. Das ist wirklich meist ein Ego-Thema. Ne? So. Aber ich denke, ihr versteht, ihr Panu schreibt mal so Leute an, so Leute einfach zuschauen, öfter mal Fragen stellen, ist doch okay. Ja, ah, das ist immer das Ding. Ne? Okay. Und ihr habt ja mittlerweile verstanden, dass diese Leute, hier ist jeder herzlich willkommen, aber das Wort macht die Musik, ne? Der Ton macht die Musik, ne? So soll es ja auch sein. Ne? Okay, so, ich würde jetzt nochmal ins nächste Echo übergehen und ich glaube, ihr habt verstanden, warum ich das Thema jetzt da nicht weitermachen wollte mit dem Mädchen. Überhaupt gar nicht weitermachen. Das finde ich einfach zu traurig, das möchte ich nicht. Ne? Da hat mir die kleine Maus zu sehr mir irgendwie mich zu sehr traurig gemacht halt irgendwie. Ne? Oh, so, gehen wir nochmal rein. Boah, das Thema fand ich jetzt hart mit dem Kind. Dann rufen wir noch mal heute hier an diesem Abend in die geistige Welt zu unseren Verstorbenen. Wenn Verstorbene hier sind, die mit mir heute hier in den Kontakt treten möchten, die mit mir kommunizieren möchten, die mir hier ihre negativen Echos übergeben möchten, die sie auf unserer Erde im Grunde erlebt haben, die Situation, die sie erlebt haben auf unserer Erde, wo sie noch hier bei uns gewesen sind, die negativen Geschichten, würde ich mich sehr freuen. Ist denn jemand Verstorbenes da und möchte mit mir in Kontakt gehen? Du kannst die Geräte nutzen, du kannst die Pyramide nutzen. Die Geräte, die im Raum, die elektrischen, die hier verteilt sind. Wenn du da bist, gib mir bitte einfach ein Zeichen über diese wundervollen Geräte und gib mir... Ich bedanke mich bei dir. Schön, dass du da bist. Kannst du mir deinen Namen nennen, bitte? Ich freue mich, dass du die Methode gewählt hast hinter mir. Du kannst auch mit der Pyramide arbeiten. Grün wäre ja, rot wäre nein. Kannst du mir bitte hier irgendwie deinen Namen mal geben? Fridolin, ich grüße dich. Hallo Fridolin. Fridolin, kannst du mal mehr zu mir kommen, in den Raum kommen? Mehr zu mir an den Tisch bitte kommen, Fridolin. Komm mal zu mir bitte. Dann freue ich mich, Fridolin, wenn du da bist. Würdest du mir denn auch deine negativen Situationen erzählen, wo du noch bei uns gewesen bist? Ja, also das Zeichen ist für mich dann auch ein Direktkontakt, wenn du eine Frage stellst und direkt kommt ein akustisches Signal halt. Das kann über verschiedene Methodiken hier laufen. Was ist denn passiert? Was hast du getan, Fridolin? Mutter, was hast du mit deiner Mutter gemacht? Oder gibt es ein Thema mit deiner Mutter? Deine Mutter getötet? Was war der Grund? Geld. Okay. Hattest du kein Geld? Nein. Okay. Hast du sie einfach nur getötet, damit du Geld bekommst?
war wütend, ist wütend gewesen. Ja, ich denke, sie wollte dir nichts geben, oder? Okay. Wie hast du es denn gemacht? Kopf gegen Wand. Du hast ihren Kopf gegen die Wand geschlagen. Ja. Mehrmals. Tü. Tü. Mehrmals, Cam. Gab es keinen anderen Weg? Gab es keinen anderen Weg? Konnte nicht anders. Du konntest nicht anders. Was hast du denn dann getan? Liegen lassen. Du hast sie liegen lassen. Habt ihr zusammen gewohnt? Nein. Okay. Und dann? Spielhalle. Du bist in die Spielhalle gegangen. Ja. Automat. Also am Spielautomat. Und du wusstest ja, dass deine Mutter da noch dann liegt. Ne? Wusstest du, dass sie tot ist? Sofort. Also war die Spielsucht höher und mehr wert als das Leben deiner Mutter. Ja. Okay. Wie ging es für dich weiter? Knast. Und dort? Herz. Dein Herz, ja. Gebrochenes Herz. Ja. Dann danke ich dir, dass du mir das erzählt hast. Dankeschön. Es gibt sowas. Ach, der Hund. Es gibt oft solche Fälle. Es gibt leider oft solche Fälle, welche sehr oft, dass Menschen noch wirklich wegen ein paar Euro getötet werden. Ist leider, leider häufig. Das ist leider sehr häufig. Ne? Leider sehr oft. Sei es wegen Drogen, Beschaffungskriminalität, sei es wegen irgendwelchen anderen Süchten, wie Spielsucht, haben ja auch viele, ne? Das ist auch oft. Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, oder? Dass sowas, dass Menschen sowas tun können. Aber was Menschen in der Sucht machen, das ist Wahnsinn, ne? Das ist immer wieder erschreckend. Ich finde Echos spannend, aber auch irgendwie, wie soll ich wagen? Oh, traurig. Echos traurig, weil sie manchmal so die Abgründe des Menschen zeigen. Die tiefsten Abgründe des Menschen. Ich gehe nochmal ins Nächste. Ja, aber leider, so ist das Leben, Astrid, draußen. So ist leider unser Leben da draußen. Anja, schlaf gut.
So ist leider das Leben dort draußen und nicht anders. Genauso. Genauso. Traurig, aber wahr. Hund, du bist ruhig. Puh. Ich rufe heute hier in diesem Abend. Hinaus in die geistige Welt zu unseren Verstorbenen. Ich möchte mit den Verstorbenen in Kontakt treten, die mir ihre negativen Erlebnisse, Geschichten, wo sie noch gelebt haben, mir berichten möchten. Ich rufe die Seelen, die ihre Seele bereinigen möchten, um mir das zu erzählen, die Unausgesprochenes noch haben, was raus soll. Wenn jemand da ist, gib mir bitte einfach hier ein Zeichen in diesem Raum, dass ich weiß, dass du da bist. Ich danke dir. Schön, dass du da bist. Hallo, wer bist du denn? Hallo Erika, was ist passiert? Was hast du getan? Mann. Mann geholfen. Du hast deinem Mann geholfen? Ja, wobei? Zum Gehen. Ich glaube, du meinst das endgültige Gehen? Ja. Was hast du denn getan? Insulin. Du hast ihm Insulin gespritzt. War er Diabetiker? Nein. Warum? Er war müde vom Leben. Wollte er nicht mehr? Nein. Er wollte gehen. Okay. Wusste er das mit dem Insulin? Nein, oh Gott. Wie hast du es denn gemacht? Schlaf, du hast es ihm im Schlaf gegeben. Wie ging es dann weiter? Polizei gerufen. Haben Sie das bemerkt?
Wie ging es bei dir weiter? Tabletten ging nach. Du bist ihm gern gefolgt. Ja, Gott. Wir gehören zusammen. Seid ihr zusammen wieder? Ja, gut. Danke dir. Das ist so oft, ne? Dass wenn Menschen so ihr Leben lang zusammen gewesen sind, dass diese dann, wenn einer geht, der andere mitgehen möchte. Wo meine Oma damals gestorben ist, ich weiß schon gar nicht mehr, woran sie gestorben ist. Die hatte auch Zucker, Diabetes, ich weiß nicht mehr, woran sie gestorben ist. Ist mein Opa damals ins Haus mitgezogen, wo ich mit meinem Stiefvater und meiner Mutter gelebt habe. Und der war, ich glaube, 2 Etagen unter uns. Und ist irgendwann auch an Einsamkeit gestorben, an gebrochenem Herz gestorben. Er ist der Muttel, die Muttel hinterhergegangen. Ich habe mal Muttel gesagt. Er ist der Muttel hinterhergegangen. Der konnte nicht ohne. Es ging nicht. Der ist kaputt gegangen dran. Für ihn gab es das Leben nicht ohne sie. Das existierte für ihn nicht. Er hat dann auch mit Alkohol angefangen. Und für ihn ging es nicht ohne. Er war sein Leben lang mit der Frau zusammen. Ne? Schon hart. Schon hart. Hart. Ich finde Echos traurig. Ich finde Echos immer traurig. Aber trotzdem immer auch wieder interessant, was so passiert, so, ne? was Menschen tun und warum sie es machen. Oft verstehen wir es nicht. Wollen es auch gar nicht verstehen. Manchmal verstehen wir es. Aktive Sterbehilfe ist ja verboten. Ne? Also, das, was sie getan hat, durfte sie eh nicht tun. Das ist aktive Sterbehilfe, ja. Das hätte sie ja nicht tun dürfen. Also sie hätte dafür rechtlich belangt werden können. Aber ich finde so, Sterbehilfe ist ein hartes Thema. Auf der einen Seite sagt der Mensch, hey, ich möchte es doch selber entscheiden. Hey, ich bin todkrank, ich hänge nur noch an Maschinen und ich will nicht mehr. Auf der anderen Seite darf nicht. Hart. Hartes Thema. Hartes Thema. Hartes Thema. Hartes Thema. So ein Echo schaffe ich heute noch dann. Oh Gott. Echos gehen mir auch echt aufs Gemüt so, ja. Echos gehen mir voll aufs Gemüt. Ich rufe heute hier nochmal hinaus in die geistige Welt zu unseren Verstorbenen. Wenn jemand Verstorbenes da ist und mir noch etwas erzählen möchte, was ihm oder ihr wichtig ist, was noch ausgesprochen werden soll, was nicht mehr getätigt werden sollte. Negative Situationen des Lebens, wo das Leben noch da war. Momente, die nicht mehr gesprochen werden konnten. Dinge, die nicht vergessen werden sollen. Wenn jemand Verstorbenes da ist, der mir sowas mitteilen möchte, gib mir bitte einfach ein Zeichen hier in diesem Raum über die Geräte. Ist jemand da, der mir Unausgesprochenes noch sagen möchte, dann gib mir bitte einfach ein Zeichen.
Also ich mache hier öfters Echos, aber ich finde sie immer schrecklich. Ist jemand da, der mir noch etwas mitteilen möchte, was er nicht mehr schaffte zu sagen? Dann kannst du mir einfach hier ein Zeichen geben. Ich? Okay. Wer ist ich? Hallo Klaus. Warum habe ich bei dir Kopfschmerzen, Klaus? Warum habe ich denn bei dir Kopfschmerzen, Klaus? Oh Gott. Tumor. Ja. Was möchtest du mitteilen, Klaus? Ich war es nicht. Was warst du nicht? Schuld. Was ist passiert? Streit mit Frau, ist mit deiner Frau gestritten. Ja. Sie stürzte. Hast du sie geschubst? Nein. Teppich. Kante. Sie ist über die Teppichkante gestolpert. Und dann Kopf gegen Tischkante. Hat man gedacht, du warst das? Ja. Mord. Hieß es. Macht dich das sauer? Ja. Du warst nicht schuld. Nein. Unfall. Hat dir keiner geglaubt? Nein. Sie hatte Blut an der Brust. Wovon war das? Ich hob sie hoch. Haben die dir das nicht geglaubt? Nein. Ich war angetrunken, weil du angetrunken warst. Ja. Mein Gott. Was, wie ging's dann? Verhaftet. Inhaftiert, frei gekommen, lange Zeit später. Du bist dann rausgekommen. Bist du das vorne? Ja, ne? Bist dann rausgekommen. Und dann Alkohol bis zum Ende. Mein Gott. Das war dir wichtig zu sagen, oder? Ja.
Klaus. Weber. Du heißt Klaus Weber? Ja. Du gibst mir auch die ganze Zeit Zeichen. Ich bin da. Wir können auch machen, grün ist ja und rot ist nein, okay? Kann ich dir helfen noch irgendwie? Du bist ja für was inhaftiert worden, was du nicht getan hast, Klaus Weber. Brauchst du denn noch Hilfe? Oder ist damit alles Wichtige gesprochen? Grün ist ja, rot ist nein, Klaus. Ist damit alles Wichtige für dich besprochen? Schauen wir jetzt auch die Karten an. Karte Einsamkeit. Das Kind. Der Tod. Nehmen wir die Karte für die Einsamkeit. Alleine. Wartend. Sitzend. Ein Grabstein, einer ist schon gestorben. Das Kind mit der männlichen Hand, verstört und ängstlich auf einem Stuhl. Dankeschön. Der Sarg, ein Raum, der aussieht wie ein Gefängnis. Bist du schon durchs Licht hindurchgegangen, Klaus? Müsstest du mir das noch zum Schluss noch mitteilen? Kannst du mir irgendwie, wenn du... Wir machen es anders, Klaus. Gib mir irgendein Zeichen, wenn du ins Licht gehen möchtest und du noch nicht durchgegangen bist. Klaus, bist du schon ins Licht durchgegangen? Lass uns doch erstmal... Grün ist ja, bist du durchs Licht durchgegangen? Grün ist ja, rot ist nein. Können wir das so machen? Durchs Licht hindurch ist grün ja, rot nein. Und wenn du Hilfe brauchst, dann musst du eine Farbe wählen, Klaus. Bist du durch? Grün ja, rot nein, Klaus. Wenn du das nicht beantworten möchtest, kannst du mir ein anderes Zeichen geben. Was nicht von der Pyramide kommt. Kann man aufstellen. Klaus, bist du schon durchs Licht durch? Grüne Farbe ist ja, rot ist nein. Wenn du nicht darüber reden möchtest, ist eine andere Farbe, ein anderes Gerät dafür zuständig. Ich spüre noch nicht mehr. Ich spüre noch gar nicht mehr. Kann ich auch gar nicht mehr wahrnehmen. Auch wenn du mich nicht mehr hören solltest, Klaus, bedanke ich mich, dass du mir das erzählt hast. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für dich, zu sagen, dass du nicht die Person gewesen bist, um das Thema für dich auch abzuschließen. Ja. Ich mache den Bären schon mal aus. Wow. Traurig. Na, das war ich jetzt, dadurch, dass ich den Schalter betätigt habe. So, ich möchte ganz gerne noch mal wieder was zum Abschluss machen. Ich denke, das sollten wir einmal machen. Ich finde das, glaube ich, sehr wichtig. Ich würde gerne... Für diejenigen, für die wir das heute wieder getan haben, einfach eine Kerze nochmal anzünden. Ich finde, das ist eine schöne Geste, weißt du? Einfach nochmal eine Kerze anzünden für die jeweiligen. Ich finde die Geste ganz schön. Auch wenn wir sie jetzt ausgemacht haben, zünde ich sie einfach jetzt hier für diese Menschen nochmal an, dass wir da einfach mal kurz darüber nachdenken. Einfach für die Menschen einfach nochmal dieses Licht leuchten lassen. Und einfach mal so eine Minute mal in die Stille gehen. Einfach mal
für die Menschen, die da gewesen sind. Und ich finde, dafür sollten wir jetzt auch was machen. Eben, lasst uns ein bestimmtes Lied, ich denke, ihr wisst alle, welches ich meine, ein bestimmtes Lied bitte einmal nehmen. Und danach werden wir dann automatisch dann auch nochmal bis 11 Uhr ein bisschen abschalten und einfach ein bisschen ins Entspannte rübergehen. Oh.